Hi Leute, guten Abend. Hello everybody, good evening. I will explain this live because it was spontan again. a little bit in English and in German, so we have a lot of people watching from outside already and yeah. Also Leute, ich werde heute ein bisschen was auf Deutsch und Englisch erzählen. Hi Antja. Guten Abend, weil wir ja morgen das Live mit Karin von Crearet haben auf der Soulwash-Seite. Hi Anja, guten Abend. I will prepare for tomorrow with my Live with Karin von Crearet on the Soulwash Europe page and I hope maybe you will be there. So I need to prepare a little bit for this event for tomorrow and yeah. I want to do it right now. So, ich werde euch jetzt gleich die Kamera runterschwenken, weil es wieder schön ist, wenn ihr das live miterlebt. I will be turned around the camera down, so that you can watch also what I'm doing. Okay? I will use in the project for tomorrow, of course, Soulwash. I will try Magic Paint, the black version. So I'll combine this one. Also morgen geht dann das los mit der Farbe und mit Soulwash. Karin will be then also make the decoupage green paper on her own style with mixed media. And that's why I'm making the decoupage now, because we have a totally different project. She's smaller, I'm bigger. So that you can see it. Ich werde ein größeres Projekt machen, ähnlich wie die anderen beiden. Ich werde da mit den Farben und Soulwash arbeiten. Ich werde den Wuchiband Trimmings nutzen. Das sind die Third Generation. Das sind die Trimmings mit der Nummer 700. Die werde ich dann so aussehen lassen um das Decoupage-Papier herum, dass es dann wie so eine richtige Tür aussieht. Ich werde ein paar Highlights mit reinnehmen. Unter anderem dann Posh-Child Texture Paste, Posh-Child Gilding Waxes. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Maybe you are realizing it. This one I'm using for my first time. I'm getting technical profi, but not in making techniques, in using it. So I hope everybody is understanding me quite well. So just give me a like if it's like this. If not, I have to change it. Great. Gut, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, weil ich muss mal meine iPads oder wie die da heißen ins Ohr machen, damit ich nicht mit der Kabellage hier rumhaue. Okay, wir haben bei Wuchiband die Third Generation, das ist ja die neue mit den neuen Verpackungen. Das hat Solly ja auch schon extrem dann gesagt. Die sind im Design viel besser vom Detail her als die Game One. Wie ihr es auch immer dann auf der Homepage seht. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. I will not do it so long, because I just prepare it. So, ich werde es nicht lang machen. So, I will go further now. Put you down. So, it's like this. That is the decoupage green paper and paper design from the pattern. Pattern 35 and 36 I will use. So, what I need first then, of course, also das ist das Decoupage-Papier von Decoupage Green aus der Serie von Paper Design, die Pattern Nummer 3536. I need my good wood here decoupage glue. I already fixed my decoupage paper with the yesterday evening with the marking here so that I can put it down, but now I just have to lay it like this. Also ihr braucht wirklich einen guten Decoupagekleber. Einigermaßen guten Pinsel dabei. Also a nice brush which I had left. But I can't find them anymore. Ah, here we are.
I'm always doing it like this when I have a little bit more. First shaking. I didn't shake this well, but that will be quite good. Wichtig beim Decoupage-Papier ist es, dass ihr wirklich den Untergrund weiß habt. Weil wie ihr das seht, dieses Decoupage-Papier hat ja hier seine Fasern und dadurch bekommt ihr diesen Abdruck, wenn er weiß ist als Untergrund, nicht mehr zu sehen, denn ist er nicht mehr zu sehen. So what I'm just explaining in German is, if you can see the structure here, that is will be it's coming from the paper. And the underground has to be in white. That you don't see the structure anymore. So normally you have to cut this one, this line, but because I'm using, of course, the trimmings, I don't need to. Therefore, I have a little bit more space to go in the paper. Also normalerweise musst du den Rand hier ja abschneiden. Das kannst du, indem du das mit einem Pinsel mit Wasser befeuchtest und dann solltest du das immer mit dem Finger abziehen, weil ansonsten hast du immer die Linie vom Rand. So hast du eine bessere Struktur und die Fasern lassen sich dadurch einfach auch besser in das Projekt selber einbinden. Don't make it too wet. That will be, of course, then not with this paper very this often, because that's a high quality paper. But not too wet. Also wenn ihr das zu feucht macht, hier ist es mir eben auch rausgerutscht, dann kann es natürlich passieren, dass es reißt. In diesem Fall nicht, weil wir hier von dem hochwertigsten Reispapier auf dem Markt sprechen. So. For me it doesn't make sense that I have it overlapping, because tomorrow with Karin I want to go further with the black color, so I don't see anything from the side anymore. Na, das macht für mich nichts aus, wenn ich morgen mit Schwarz rübergehe, weil das sieht man hinterher sowieso nicht mehr. I'm going from the middle just and lay down. Very easy, very simple. If you will have something, you can put it up as well. And then also go with a brush. The rest you can use over top, den Rest immer oben drauf, dass auch die Deckung da ist. So that can then dry for tomorrow, for the live. Das kann bis morgen im Live dann trocken sein. Das ist immer das, was ihr machen müsst, wenn ihr dann hinterher weiterverarbeiten wollt, dass ihr einfach auch dann sicher seid, dass alles trocken ist. So, und dann that was the first step. Now I go further with the moldings. So the moldings, I need my heat gun or a simple hairdryer. Also wenn ihr mit den Woodjewand moldings arbeiten wollt, gerade wenn die ein bisschen dicker sind, dann ist es immer angeraten, das auf einem Grill oder
Wärmeplatte raufzulegen, dann werden die flexibler. Immer dann mit dem, wenn du einen Föhn hast, dann nimmst du entsprechend musst du längere Zeit in Anspruch nehmen, ist ganz klar, weil die Hitze nicht so beständig ist. Und immer in kreisenden Bewegungen. You always have to do it in moving circles. Warm them up. Also on the warm plate, if this will be, that will take not this long, because that is very thick. That's already enough. So I just roll it from up here. Then I have a very, very good wood glue. I don't have them, but for me it's quite okay with this. And sometimes it doesn't work, especially when I'm live. So we will see how it comes through now. Everybody is normally using the tie-bond, or how it calls, then quite good. You have to be quick, because that is a thick one, and it goes, it will be hard very soon. Also ihr müsst schnell arbeiten, gerade wenn ihr so ein dickeres Teil habt von dem Trimming oder auch andere Designs von denen, die wir haben. Und macht aber nichts, dann musst du es einfach nochmal erwärmen. Und es macht sich immer gut, wenn es ein gut erwärmter Zustand ist, wenn du das aufs Projekt drauf machst. Dann hast du nämlich die halbe Miete schon mit dem Abgleich, wenn du es fixierst. Ich mache auch noch ein kleines Stück. Ja. Das ist alles Learning by Doing. Wenn man jetzt eine Überlappung habt, dann könnt ihr das einfach auch mit dem Pinsel später wieder abziehen. Ich hoffe, ihr kriegt alles mit. I hope you see everything. So, it can be that it is cold again now, so not this flexible as it normally used to, but we can warm it up again now. I made it a little bit more overlapping that I have then. Because you have to think about when you are working with the trimmings and going now line to line, that I will cut it later on with the, how you call it. Also ich werde später ja auf 45 Grad Winkel gehen, dadurch müsst ihr ein bisschen rüberziehen und das dann gerade auf Linie fertig machen. Brilliant. Und das ist das Gute, wenn es schon angewärmt ist, tut ihr euch leichter.
So, next step is to cut it. You can cut it if it's warm, you can cut it with a scissor, or you also can cut it now with my cutter knife. Also wenn ihr es jetzt nochmal warm macht, je flexibler es wird, je einfacher ist es hinterher zum Schneiden. Ich nehme jetzt hier das Cuttermesser, weil ich jetzt ja weitergehen will mit dem weiteren. Das heißt, wieder anwärmen. So, now we go further and warm it up again. Can you see everything? Okay, hi Kriya. Yeah, have a look at what I'm preparing for our live tomorrow. So, schön, dass Karin auch gerade zuguckt. Dann kann sie das schon mal teilen. Und auch sehen, was ich vorbereite. Von morgen werdet ihr dann sehen. Was das für Unterschiede sind. Wichtig ist ja auch für euch, so jetzt mache ich nochmal eben hier eine Messung, dann kann ich schon mal hier wieder ein Cuttermesser nehmen, damit ich den anderen Rest nicht unbedingt kaputt mache. So, I can give this to the side, that is a little bit shorter and easier to handle. And the steps are always the same. Just warm it up to get it flexible. Put the good wood glue on it. Immer das gleiche System, ne? Anwärmen, euren Holzleim schön drauf machen. Schön großzügig auch, damit ihr sicher gehen könnt, dass es auch entsprechend hält. Und ja. You should take a little bit more, then you are on the safe side that it will fix to the project. Go in there with the overlapping. I will get a dry brush for the rest from the glue to put it away, because now I see the over, what is this too much, and that is fine like this. Okay, warm it up again. Fix it with the fingers very close. Ihr müsst schon sehen, dass ihr das richtig schön drauf drückt, dass ihr auch keine, wie sagt man so schön, Narben bekommt, keine kleinen Luftschlösser sozusagen. Das kann man immer, wenn ihr merkt, es ist dann doch zu viel drauf. Hey, zu viel Luft, dann drückt ihr einfach noch mal mehr drauf. If you're thinking it's not very close to the plate, then you always have to heat it up and press it a little bit more. So now I warm the corner, warm it up again.
I mean, that is a good thing with the overlapping. You just cut then the line to the corners. On top you have the right side. And then here you will cut the one under it. And you have 100% or not, like here. Okay, I have but that's a good one to show you. Learning by doing, it's my motto, as you know. I don't know if you can see, we are missing here the corner. So what we are doing is, to fix it, we warm it up again. Then we can stretch it a little bit. Just stretch it and then fix it. And then we have the corner. Later on there will be go the paint, also später werde ich ja sowieso dann wieder mit drüber nehmen, über mit der Farbe. Aber so hat man wirklich, wenn man ein gutes Augenmaß hat. Ich habe es sogar geschafft, dass ich hier fast die Rundung mit reinbekommen habe. Also das sollte man wirklich machen, wenn man wie ihr Auftragsarbeiten macht oder sonstiges. Das hier ist ja rein, um euch zu zeigen, wie man es richtig macht. Das dürft ihr immer nicht vergessen. So, I will go further with the plate, the whole line, make it around, and I have a second one as well, so I do the same with the second one. I hope I could give you a little bit inspiration, what is coming up, Pi Sandra, what is coming up for tomorrow, and I hope you will be there. Karen will be there, I'm there at 8 o'clock on Saltwash, and we are sharing it also to Vintage Designer. Thanks for watching and see you soon tomorrow.